diesem Mazda 3 waren die beiden Blogger Jan und Jens auf der Mazda Route 3 unterwegs. Erzählt uns doch mal, was gab es denn für euch so Spannendes und Besonderes, was ihr so erlebt habt? Also erstmal ist es schön, hier wieder zu sitzen, das ist so ein Stück weit nach Hause kommen. Wir sind zwar nur 1500 Kilometer gefahren, das ist ja nichts, aber durch Sibirien ist es doch was ganz anderes. Und dadurch, dass wir in der Gruppe waren, die unheimlich harmoniert hat und wir hatten sehr viel Spaß, ist es dann noch was anderes und es war eine super Erfahrung. Also für mich speziell, ich fand die Natur in Sibirien war klasse und ja, die Hotels waren sehr interessant. Was wir erlebt haben mit der russischen Polizei war ganz spannend. Doch wir hatten eine Menge lustige Erfahrungen, haben uns aber auch sehr gut mit dem Auto verstanden, oder? Also mich hat das Fahrzeug einfach überzeugt. Wir sind durch Russland gefahren, über Straßen, die gar keine Straßen waren. Das war ein Schlagloch an Schlagloch und ich behaupte immer noch, dass jedes Loch eigentlich größer war als das Steuerloch in Deutschland. Das Fahrwerk hat dafür gesorgt, dass wir ohne Rückenschmerzen angekommen sind und ich habe gestern schon gesagt zu jemandem, der mich gefragt hat danach, ich kann mich nicht an die Fahrveranstaltung erinnern, die vor 4 Wochen stattgefunden hat, aber ich glaube, diese Mazda 3 Route, die wird noch lange im Gedächtnis bleiben. So, vielen Dank an Jan und Jens von Ausfahrt.tv. Samsung.